Hallo ihr da draußen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch unser Leserundenbuch für den Oktober vorstellen. Im letzten Livestream haben Jackie und ich euch wieder ein paar Bücher zur Auswahl gestellt und wir haben zusammen mit euch dann ausgewählt, was wir im Oktober lesen wollen. Es wird wieder so wie die letzten paar Male ablaufen. Dieses Video hier wird als Austauschplattform für die Leserunde fungieren und ich werde euch in den Kommentaren unter dem Video die einzelnen Leseabschnitte aufdröseln. Das heißt, ich schreibe euch die Seitenzahlen rein. Ich beziehe mich immer auf die Printausgabe. Wenn nicht, schreibe ich es dazu. Und wir können uns dann zu den Leseabschnitten in den Kommentaren, also in den Antworten, zu dem Kommentar austauschen. Denn dadurch, dass man die Antworten aktiv anklicken muss, um sie zu sehen, kann man sich am allerwenigsten spoilern. Das hat die letzten paar Male immer wunderbar funktioniert. Deswegen würde ich sagen, wir behalten das einfach mal so bei. Und ja, dann komme ich auch schon zu dem Buch, das wir uns gemeinsam ausgesucht haben für unseren Halloween-Leserundenmonat. Ich liebe Halloween und den Oktober. Deswegen sehe ich auch so glücklich immer aus, wenn ich darüber rede. Das ist jetzt Halloween und endlich Oktober und ja, ich freue mich so sehr drüber. Und zwar haben wir uns folgendes Buch ausgesucht. Der Straßenmagier, die Götter von New Orleans von Brian Kemp. In diesem Buch geht es, wenn man dem Klappentext Glauben schenken mag, um tote Götter, verlorene Seelen, grausame Morde und dunkle Magie. Das klingt doch wunderbar. Das Cover verspricht auch schon einiges. Das hat mir nämlich richtig gut gefallen. Auch wenn ich schade finde, dass es hier einfach nur so ein Taschenbuch ist. Aber naja, warum nicht? Und wir treffen hier auf den jungen Magier Jude. Jude findet Dinge per Magie und er hat eine recht hohe Trefferquote und hat damit auch seinen Lebensunterhalt bestritten. Doch leider war das die ganze Zeit immer nur so, bis Hurricane Katrina nicht nur die Welt der Menschen und der Sterblichen halt komplett durcheinander und auf den Kopf gestellt hat, sondern auch das magische Gefüge von New Orleans so gut wie zerstört hat. Seitdem hat Jude irgendwie seine Gabe verloren und er blufft sich nur noch durch Leben und versucht irgendwie seinen Unterhalt zu bestreiten und den Schein aufrecht zu erhalten, dass er seine Gabe noch besitzt. Doch dann geschieht etwas ganz Schreckliches. Der Schutzgott der Stadt wird ermordet und Jude ist der Hauptverdächtige. Nun muss er, leider ohne seine Gabe, herausfinden, wer denn der wirkliche Mörder ist. Mit seiner Gabe wird das ganz einfach, denn dann könnte er ihn ja einfach finden. Und dabei läuft aber nicht alles so, wie er das gern hätte, denn er tritt unter anderem Vampiren, Engeln, anderen Göttern und auch noch anderen Magiern auf die Füße und entdeckt dann zu allem Überfluss auch noch eine monströse Verschwörung, die New Orleans für immer verändern könnte. Das klingt wunderbar. Ich mag ja so eine Mischungen aus Crime und Fantasy, Magie, alles was so ein bisschen düster ist und zusätzlich noch Urban Fantasy. In High Fantasy mag ich das zwar auch ganz gerne, aber das macht mir irgendwie nicht ganz so viel Spaß. Daher freue ich mich schon sehr auf dieses Buch und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich ein schönes Halloween-Herbstbuch sein könnte. Ja, ich freue mich sehr auf unsere Leserunde und hoffe, wir haben ganz viel Spaß dabei, so wie immer. Der Livestream wird wieder Anfang des nächsten Monats stattfinden, das wäre dann Anfang November. Ich schreibe euch das voraussichtliche Datum wie immer unten in die Infobox. Wir kündigen das Ganze aber auch wie gewohnt auf Instagram an und auch hier nochmal auf YouTube. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich und dass wir uns ganz bald in der Leserunde hier unter diesem Video lesen werden. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und bis bald. Tschüss.